Hallo, ich mache jetzt gerade meine letzte Frühlingsgolfreise. Bin heute in Pezula Golf Club auf der Gartenroute in Südafrika. Wenn du wirklich ernst bist über dein Golfspiel, wenn du wirklich dich verbessern möchtest, dann sind folgende Dinge einfach total wichtig. Egal was für Handicap du hast. Wenn ich dir jetzt meinen ersten Tipp sage, wirst du bestimmt denken, klar, Wohn, das wissen wir alle. Aber ich werde es trotzdem dir sagen. Wenn du besser werden möchtest, musst du mindestens jetzt in der Sommerzeit dreimal in der Woche spielen. Der Grund, warum ich das sage, ich sehe es immer wieder und ich weiß es bei meinem eigenen Spiel, du gehst auf den Platz oder du machst eine Trainerstunde, übrigens, da sind meine Damen in meinem Flight, und du kriegst ein gutes Gefühl. Es klappt. Glaube nicht, dass wenn du dann eine Pause von 5, 6, 7 Tagen machst oder länger, dass du das wieder abrufen kannst. Kannst du gar nicht. Es ist einfach zu viel Zeit. Du musst so bald wie möglich auf dem Platz, am besten auf, vor anderen Leuten, das umsetzen und das wieder spüren. Wir Golfer vergessen. Wir vergessen die Vorstellung und das Gefühl. Deswegen müssen wir dranbleiben. Was bei mir sehr wichtig ist, ist, dass ich im Treffmoment nicht so viel Druck auf dem linken Bein habe. Wenn ich zu viel Druck auf dem linken Bein habe, dann kann ich mich nicht richtig drehen. Aber das richtig zu timen, das muss wiederholt werden. Wie wochenlang, monatelang. Und dann ist es erst drinne. So, ich werde jetzt gleich einen Ball schlagen und ich werde mir Mühe geben, das hinzubekommen. Und obwohl ich das jeden Tag trainiere, es ist noch nicht bei mir drin. Und ich werde wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen ruhig schwingen müssen, um das umzusetzen. So, erster Tipp, spiele so oft wie du kannst. Sonst ist der Trainingsstunde, den du gemacht hast, oder die Golfrunden oder das alleinige Training, das war umsonst. Es ist mir gelungen. Ich glaube, ich konnte meine Hüfte aus dem Weg bekommen, aber das geht nur, weil ich das wiederholt habe.